Also, es geht weiter mit N. Wir waren bei Episode 03. Burger Time heißt das Level. So. In der Mitte ist das Ziel und wir müssen die Mini bezahlen. Müssen wir da rein können. Ja, jetzt können wir da rein. Fuck, fuck, fuck. Tot. Okay, nächster Versuch. Ich dachte, ich wäre so. So, jetzt können wir von allen, jetzt können wir von unten rein. Das finde ich gut. Das ist auch einfach. So, ist von der Seite raus. Wow. Kurz bin ich ein bisschen unaufachtsam und schon passiert so ein Scheiß. Und ja, geschafft. Und jetzt. Wir haben trotzdem gewonnen. Das ist mies. Das ist einfach nur mies. Man muss das alles in der richtigen Reihenfolge machen. Wenn man das Trampolin benutzt, ist man sofort gearscht. Und wenn man hier das Trampolin benutzt, ist man auch gearscht. So. So. Das ist ein Rocket Launcher. Ein Raketenwerfer eben. Die Raketen verfolgen uns, bis sie das Ziel getroffen haben oder bis sie den Boden berühren. Das hier sind Laser Turrets. Nee, Gauss Turrets heißen die. Die können einfach auf uns schießen. Jeder Schuss ist tödlich. Manchmal verfolgen sie das Ziel und genau in dem Moment, in dem man irgendwie irgendwo aufkommt oder sowas, schießen sie. Drücken sie ab. Ja. Können sehr gemein werden. So, wieder nach oben. Los, Turret of Edron und du Christmasnacht. Und Christmasnacht. Du Christmasnacht. Du Christmas auch nicht. Sondern Kanada. Kann direkt was als du mal kannst. So. Oben angekommen, den Gold einsammeln. Aufpassen, dass das Ding nicht verfolgt. Und. Erstmal. Wie ist denn das Ding hängen geblieben? Toll. Das Ding riecht sich aus. Wow. Jo. Ja, cool, so ein cool Move. Hoppla, ich habe den falschen Knopf gedrückt. In N Plus können die einen in der Mitte zerteilen, das ist lustiger. Am besten, wir gehen nicht an der Rakete entlang. Aber die kommt trotzdem bei uns vorbei. Aha, die Tür macht automatisch zu. Huhahaha. Erinnert mich an so eine Tür aus Portopül. Ich habe heute schon wieder ein paar neue Teile rausgebracht. Aber werde ich erst morgen hochladen. Ha! Das heißt, ihr habt Vorfreude! Ah ja, etwas anderes, Wichtiges. Ihr habt ja meinen Desktop-Hintergrund gesehen. Ich bin ein Animal Crossing-Fan. Ich hatte das auf meiner Wii und ich bin da schon sehr, sehr weit. Aber ich hab eine GameCube-ROM gefunden, auf Deutsch sogar. Das heißt, ihr könntet noch irgendwelche lustigen Stimmen machen. So ein einfach. Wer bist denn du? Ich bin du! Nein! Irgendwie so ein Scheiß. Und. Das ist jetzt. Kommt jetzt ungeplant. Wartet mal kurz.
Tut mir leid, ich habe nebenbei gerendert. Und das ist gerade eben angegangen. Okay. Ja. Gewonnen. So. Ja. Ja. Toll, jetzt hat mich Camtasia vom Wichtigen abgetrennt. Abgetrennt? abgelenkt. Nämlich. Ich wollte fragen, habt ihr Lust, dass ich Animal Crossing mit euch anfange? Ich mache vielleicht noch ein ordentliches Let's Vote, aber ihr könnt vielleicht als Kommentar schon mal runterschreiben, was ihr denkt. Ob wir das machen sollten oder nicht. Denn wegen Forza's Adventures habe ich meine Memory Card formatiert und nun deswegen muss ich so oder so nochmal neu anfangen. Also ich. Wenn dann nur, und ich würde wenn dann nur neu anfangen, wenn ich das auch Let's Play. Ah ja, ich muss ja durch. Jetzt bin ich durch. Ich mache es anders. Ha, voll der Trickser. Geil, ohne dass das Ding dann losgeht. Cool. Boah, ich habe so einen richtig geilen Salto gemacht. Oh, ich habe den auch gespult. Ich habe das weggeklappt. Ja. Die Dinger sind extrem mies. Und ich habe überlebt. Cool. Das sind MG-Drohnen. Nein! Oh! In diesem kleinen Stück noch festgekrallt. Wow! Wow! Dieses Testkammer. Dieses Level ist auch recht mies. Und es gibt für die Xbox gibt es 3 Level-Packs. Ich habe mir alle 3 natürlich runtergeladen. Zwei muss man sich kaufen, das letzte ist gratis und da gibt es Remakes von den Endlevels. Und da gibt es auch dieses Level und da, wo ihr den Schlüssel seht, war auch noch das Ziel. Aber das mit dem Schlüssel war erst recht das Schwierige. Als ich und mein Kumpel Dave, auch bekannt als Pro Games HD, das machen wollten, hatten wir überhaupt keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Aber das ist eigentlich mies. Es ist mies. Jetzt müssen wir darauf warten, bis es wieder rauskommt. Es geht ja immer dieselbe Route. Man kann die sogar programmieren im Level Editor. Naja, programmieren kann man es nicht nennen, aber. Jetzt haben wir das eingesammelt. Jetzt erstmal Scheiße. Ja, aber wir gehen einfach hier hoch in diesen Hohlraum. Und. Tada! Jetzt müssen wir ganz schnell sein. Ja, aber ich bin so ein Pro-Gamer, deswegen. Gut. Das Ding kann ja von mir jetzt auch noch rein. So. Naja, sammeln wir das Gold ein. Unsere Zeit wird schon langsam nicht mehr größer. Und wir sind schon gleich beim Ziel. Jetzt nicht zu unachtsam sein. So. Okay. Nur noch diese Drohne da oben. Oh. So. Muss sie eben austricksen. Muss sie anlocken und dann weglaufen. Wir haben mehr als genug Zeit. Wow, das war knapp. Das ist noch knapper. Das Level ist schwer. Ich glaube, wenn ich das hier fertig habe, dann mache ich auch erstmal dann fange ich den nächsten Teil an. Level werde ich nicht beim ersten Mal schaffen. Denn das ist einfach nur hart. Das könnte jetzt auch schon frustrierend werden. Teilweise finde ich die Moves von Endhammer cool. So. Okay. Jetzt müssen wir da nach oben, denn da ist der nächste Schalter. Ja, aber die Ghost Turrets sind auch da. Wow, 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 wow. Kriegst mich aber nicht. Wow, das war fast ein Headshot. Das war nicht ein Treffer, sondern fast ein Headshot. Sieht das Ding da nicht aus wie eine Art Herz? Kommt mir irgendwie so vor. Das Ding will uns noch was verderben. Das weiß ich genau. Genauso wie die Drohne da. Ich würde mal sagen, wir springen darüber. Kann es sein, dass ich das früher nie so gemacht habe? Ich habe versucht, durch die Minen runterzulaufen, hochzulaufen. Gut,
das war's erstmal. Wir sehen uns im nächsten Teil. Ich weiß ja nicht, wie lange das hier ist. Ich muss erstmal gucken, wie gut die Qualität und sowas ist. Und ansonsten sehen wir uns in den anderen LPs oder im nächsten Teil von N. Ciao, euer Scar471LP. Oh, Scheiße, ich drücke immer auf F11. Löschen? Nein, stopp.